Ja, und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge World of Tanks. Ich werde mal anfangen hier mit einem guten deutschen Panzerchen. Das ist ein Tank Destroyer. Ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ich gegen die Dinger spiele, finde ich sie eigentlich recht stark, aber es liegt dann wahrscheinlich auch am Spieler an sich. Ich kann damit leider nicht ganz so gut um. Finde das Ding, es ist zwar recht schnell und auch wendig, aber tja, es ist halt auch sehr leicht zu treffen. Also wenn man sich hier mal so die Seite anguckt, ziemlich viel Trefferfläche. Na gut, irgendwas ist immer. Ich fahre da hinten in die Ecke, in der Reihe 1, da Bewegung. Tank Destroyer eigentlich immer ganz gut aufgehoben. So, also wie gesagt, das Ding ist recht fix unterwegs. Und es erinnert mich immer so ein bisschen an den Brainbug von Starship Troopers. So, von der Seite jedenfalls. Ich glaube, das ist nicht beabsichtigt, aber erinnert mich trotzdem dran. Okay, das ging recht fix. Der hat ja nicht mal mehr Chance auszuweichen. So, was haben die kaputt gemacht? Ein A20. Naja, gut. Ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich fahr mal weiter nach vorne. Ah, da fährt er genau in dem Moment noch ein Stück zur Seite. Bleib stehen. Ah. Ich treff den nicht. Na los. Mann, ey. Das ist heute irgendwie nicht so mein Tag. Ich weiß nicht. Die Runden gerade eben waren ja jetzt auch nicht so super erfolgreich. Vor allem die letzte mit dem T1. Das war ja, da war ich zu offensiv und sowas wird dann auch sehr, sehr schnell bestraft. Ich glaube, ich bin hier auch schon wieder viel zu offensiv. Ah, Mann, ey. Ja, genau. Klappt schon wieder nicht. So, das, was ich will, das klappt nicht. Da haben wir einen schweren Panzer, das ist doch fein. Dann guck ich mal, ob ich jetzt vielleicht mal wieder einen Schuss absetzen kann. Oh. Alter. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Na Gott sei Dank. Mann. Das war doch jetzt mal gut.
So, ich fahre mal hier so ein bisschen mit rüber. Denn ich denke, da jetzt deren Basis eingenommen wird, werden die schweren Panzer, die ja meistens in der Stadt da rumeiern, sich auf den Rückweg machen. Dann kann ich hoffentlich mit ein bisschen Glück gleich noch der ging nicht durch. Mathilda. So, genau das hatte ich mir doch erhofft hier. Der fährt jetzt am besten noch ein bisschen weiter raus einfach. War es das nicht gleich. Ja, sehr gut. Nein! Der ging voll durch ihre Panzerung! Ja, hat auf jeden Fall schon mal gesetzt. Nein, ich häng fest. Ach nee, doch nee. Maps-Ende. Nee, hier, gecapped. Puh, ich dachte schon, jetzt erschießt er mich gleich. Ja, sehr schön. Was ist das denn hier für ein Abzeichen? Wirkungsfeuer. Okay. Ja, siehst du mal. Das war doch jetzt mal eine ganz gute Runde. Schaden 537 gemacht. Okay. Und ja, ich habe übrigens immer noch keine Updates drauf, XVM oder wie sie sonst noch heißen mögen. Habe ich mich bisher ehrlich gesagt noch nicht so mit beschäftigt. Also falls ihr da irgendwie was Gutes habt, könnt ihr mir ja mal sonst auch einen Link schicken. Also von irgendwas, was Sinn macht. Ich brauche da jetzt nicht irgendwie Panzer sehen schöner aus oder sonst irgendwas. Was sinnvoll. So, die Map, denke ich, geht in die Grütze. Würde ich jetzt mal so von der ersten Einschätzung her sagen. Mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zu 6 schwere Panzer. Allerdings haben die einen AT-8. Die sind natürlich übel. Bewegung! Ja. Gucken wir mal, wie es mit Rest wird. Ich habe heute sogar mal ein ganz klein bisschen Glück hier. Normalerweise bin ich mit dem Jagdpanzer 4 irgendwie immer unter den letzten 5 oder so. Also das ist mal ganz angenehm hier der höchste Tierrang zu sein. Meistens kämpfe ich sonst hier mit dem Panzer gegen Stufe 8 Panzer. Das ist dann nicht ganz so lustig. So, ich denke, ja, ich werde noch ein bisschen nach vorne fahren. Will er da stehen bleiben? Es sieht danach aus, sonst hätte ich ihn jetzt angeschoben. Naja, will fahren. Okay, dann schiebe ich ihn jetzt ein bisschen an. Schwere Panzer von der Seite. Uncool.
schnell gesessen, das ist aber gut. Wieso schießen die ja nicht immer auf mich? Da sind auch noch zwei andere. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Alter, der schießt echt die ganze Zeit hier auf mich. Wieso spottet den denn keiner? So, jetzt bin ich hier gefangen. Mist. Das ist sehr unschön. Oh, Kacke. Ja, da kommt er nämlich jetzt gleich. Das ist richtig schlecht jetzt. Versuche mich mal hier schnell ein bisschen aus dem Staub zu machen, aber ich denke nicht, dass das anders wird. Oh je, so viele Panzer. Ich denke, einen Schuss habe ich noch. Alter, gibt's doch gar nicht. Das war's für uns. Raus hier. Naja. Gut, irgendwo musste das ja zusammenbrechen. Dass das jetzt hier passiert, ist natürlich doof. Die Jungs da oben schnallen das auch gar nicht. Das supportet nicht wirklich. Oder? Sonst nehme ich das zurück, aber... Egal, zwei noch, das sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Ich gehe mal zurück zur Garage, dann können wir gleich weitermachen hier. So, um T1 natürlich die Map verloren, das ist schlecht. Gleich nochmal. So, ganz kleine Pause gehabt hier, damit das für euch nicht zu lange dauert. Und wir sehen zwei schwere Panzer auf der Seite. Ich würde jetzt auch hier am KV-1 sitzen, statt am T1, aber das ist immer so. Gut, machen wir das Beste draus. Ich werde hier mal rumfahren, denn ganz oft ist es so, dass die Gegner von hier kommen und dann wird man hier ganz schnell flankiert. Das ist dann nicht so cool. Ist ja auch mal eher selten, dass hier keiner kommt. Das kann ich ja fast gar nicht glauben. Okay. Bin mal gespannt. Jetzt stehen sie schon alle gleich hier oben. Was ist denn hier los? Aha, das erste. Wirkungstreffer! Okay, das war gut. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet.
Fahrzeug ausgeschaltet. Okay. Ich stelle immer noch Panzer 1C, der feuert. So, wäre gut, wenn die Jungs resetten würden. Haben. Oh Mann, Mann, Mann. Gibt's doch gar nicht. Es hätte so eine schöne Map werden können hier. Das erste Mal, glaube ich, in der ganzen T1-Laufbahn, dass ich mit dem T1 an Platz 1 stand. So, okay, die Map ist verloren. Da haben wir gewonnen. 1092 Punkte für den Jagdpanzer. Das ist doch okay. Und wo haben wir denn eigentlich... Das könnte ich mal nehmen. Ah, ich nehme mal eine Runde den T21. Ein bisschen scouten. Schöner, schneller Panzer hier. Mann, das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen. Die Runde hätten wir echt nicht in den Sand setzen müssen. Naja. Oha. Ich glaube, das wird eine schnelle Runde für mich hier. Was haben wir da oben wohl? Tier 9 oder sind die Conqueror noch? Ja, ich glaube Tier 9 sind die. Ups. Yay, Tier 6 gegen Tier 9. So, ich werde mal auf jeden Fall hier einfach ein bisschen durch die Walachei fahren und aufdecken, glaube ich. Das sein. Ach Mist. Gerade so schön in Position gefahren. Nein, Panzer. So, langsam. Ja. Oh shit. Oh, das war nicht gut. Ein bisschen wollte ich eigentlich noch mehr leben. Jetzt schießt mich gleich die Artillerie um. Ja, da steht der nächste. Was ist denn hier los? Ich gucke einfach mal, wie lange ich hier überlebe. Also da auf dem Berg sind auf jeden Fall jede Menge. Aber ich möchte noch nicht sterben eigentlich. Kacke, der kommt hierher. Ja. Das war's für uns. Raus hier! Ich bin einfach nur einmal hier rumgefahren, um mich zu... kaputt zu schießen. So ein Arsch. Ah.
Das hätte ich, sowas macht man doch nicht. Ich wollte doch einfach nur stehen und noch ein bisschen überleben. Mann. Nee, den hatte ich gerade eben. Dann nehme ich jetzt mal den hier. Ja, gut. Diesmal immerhin nicht ganz so unausgeglichen. Das höchste hier ist Stufe 7. Das ist schon ein bisschen angenehmer. Eine Stufe geht immer noch gerade. Zwei sind eigentlich schon viel zu viel. Denn da braucht man eigentlich schon die Goldmunition, um da überhaupt die Panzerung zu durchbrechen. Also in vielen Fällen ist es so. Nicht immer, aber in vielen Fällen doch schon. Also wenn man da einen gegnerischen Panzer vor sich hat, der zwei Stufen höher ist. Ja, also das ist doch, ich würde sagen, in 80% der Fälle eher nicht so gut aus. So, mal gucken, ob ich hier hochkomme. Alter. Leute, ich brauche hier bitte ein bisschen Hilfe. Ich kann da doch nicht einfach hochfahren. Das war knapp. Ich mach das jetzt andersrum. Nein, 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 nein! Fahrzeug zerstört! Oh Mann! Da hat er nur drauf gewartet, ey, so eine Scheiße. Das. Ah, hätte ich auch mehr. Da hätte ich mir auch denken können. Ah, ärgerlich. Ja, ist halt das Problem, wenn dann nicht genug Leute nachkommen, die den dann irgendwie auch unter Feuer nehmen können und ablenken können. So konnte er sich ganz gut auf mich konzentrieren. Das war natürlich schlecht für mich. Wenn ich Artillerie spiele. Jawohl, schauen wir mal. Mein Plan ist es jetzt eigentlich, nach K0 zu fahren. So dass ich ein bisschen in die Stadt reinfeuern kann. Oder ich bleibe einfach schon mal hier stehen. Wenn da jetzt schon die ersten Gegner zu sehen sind, dann ist das vielleicht auch ganz sinnvoll.
diese Artillerie. Erwähnte ich schon, dass das nicht so meins ist irgendwie? Ich glaube ja, oder? Ja. Die kaputten Panzer treffe ich natürlich, das ist ja klar. Ein Stück zurückfahren hier. Da brechen die gerade durch. Ja, natürlich wieder genau hinterm Haus. Bitte, wenn ich jetzt schieße. Wir haben sie böse erwischt. Ah, schade. 7 Sekunden ist natürlich leider viel zu lang. Ich schieße nochmal. Naja, er ist schon weg. Das ist schlecht. Nein, da bleiben wir stehen. Ah, ist ein Dreck. Komm schon. Das muss wehtun. Ah, einmal getroffen. Ausgeschaltet. So, letzter Mann. Wollen wir mal gucken. Shit. Jetzt noch die Grille zu erwischen. Ich glaube, gegen 4 schwere Panzer, ein Tank-Destroyer, habe ich jetzt nicht so die Chance. Ah, da kommt er.
Wir sind erledigt. Raus hier. Okay, Leute. Dann mache ich hier mal Feierabend. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.